Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme mit einem neuen Spiel. Naja gut, so neu ist das eigentlich auch nicht, ist ja schon ein paar Tage alt. Wer dann 1914 bis 1918, so heißt es. Und hier sind wir gerade in einem Bunker, wir sind auch in einem Schützengraben, tatsächlich vom Ersten Weltkrieg, wer es nicht weiß, wer es nicht kennt, keine Ahnung, ich denke mal, viele beschäftigen sich ja nicht mehr unbedingt mit diesem Thema. Die Schlachtfelder hier in diesem Spiel laufen alle von 1916, da ja dieser Grabenkrieg, wie man den ja auch nennt, wirklich, ja... Ich habe einen Faden verloren. Scheiße. Ja, 1916 halt, weil der Grabenkrieg ja vom Februar bis Dezember 1916 anhielt und forderte von den Franzosen 170.000 gefallene Soldaten, als auch für die auf der deutschen Seite sind es 150.000 gewesen. Also 20.000 Unterschied ist natürlich auch heftig. Wir haben hier Verdun. Verdun liegt ja im Norden, nordöstlich, naja, von Frankreich. Wer es auch nicht kennt, man weiß es ja nicht. Hier haben wir verschiedene Spielmodi. Und einmal haben diese Frontlinie, ganz klar, Grabenkrieg hin und her. Das zeigen auch die Pfeile, da es tatsächlich manchmal hin und her gehen kann. Zumindest war das damals ja auch so. Man hat was erobert, durfte dann wieder zurückrennen, weil man es nicht mehr halten konnte und so weiter und so fort. Dadurch, dass es ja auch so viele Waffen oder brutale Waffen gab, war das ja sowieso ganz schön wie ein widerlicher Krieg. Es gab Giftgas, es gab diese Totschläger und. Ja, also nichts Schönes. Dabei, dass das Wetter ja auch nicht so toll war. Nun ja. So, wir haben auch Gewehr-Deathmatch. Jeder gegen jeden. Das bedeutet, man sucht sich ein Gewehr aus französischer oder deutscher Seite, das ist egal. Hier wird nicht gegen eine Fraktion gekämpft tatsächlich. Es ist wirklich so, dass man eine Nation wählt und dann, sagen wir mal, die Franzosen. Man hat einen Franzosen und ja, tötet einfach auch einen Franzosen. Das ist halt so. Also hier sind tatsächlich auch keine Amerikaner dabei. Wahnsinn. So, dann haben wir Zermürbung. Das ist ein Deathmatch mit kompletter Auswahl an den Waffen, die es gibt. Ob es jetzt MGs sind, ob es jetzt irgendwelche Granatwerfergewehre sind oder wie auch immer. Also, ne, war ja tatsächlich so. Dann haben wir einmal die Truppenverteidigung, was komplett in einem Koop spielt gegen die KI. Ja, wie das alles aussieht, kommen wir in den späteren Folgen dazu. Ich bin mittlerweile Rang 8, habe ich erreicht, also ich habe schon ein bisschen fleißig gespielt, Freunde habe ich auch. Aber irgendwie sind die auch nicht alle viel weiter. So, wir machen einfach mal das Klassische, die Frontlinie. Hier kann man eine eigene Truppe erstellen, kann man mit Freunden zusammenspielen, also das ist, verläuft sich so wie tatsächlich wie Squads. Ja, so ein Squad, das ist ja immer ganz lustig und so. 69 Jägermeisters, ja, da haben wir den Waffenspezialist und Nahkämpfer. Wir nehmen mal Waffenspezialist, wir gehen jetzt rein an oben. Die Spieleranzahl bei dem Bild sehen 26 von 32 Spielern, hat also noch ein bisschen Platz. Ich habe es wirklich in erster Stunde gespielt, dieses Spiel, und ich muss ganz ehrlich sagen, es lohnt sich. Oh, da lenken ein paar rum, aber es ist nicht weiter tragisch. Geleckt wird immer. So, warte mal, jetzt muss ich mal. Oh, wir sind jetzt tatsächlich auf. Ich glaube, wir sind auf. Wir sind auf französischer Seite. Tatsächlich. Was geht mit ihm? Und weggeschwind sind wir.
Punktetabelle Mittelmächte. Mittelmächte. Ich kann nicht irgendwie ein anderes Gewehr oder was? Verdammt nochmal, ey. Es hört einfach nicht auf meine Gebete. Hi. Also es ist ganz interessant, wie auch die Uniform gemacht worden ist. Ja, also man hat wirklich... Also am Anfang war das wirklich merkwürdig und komisch einheitlich, aber jetzt... Ey, ich muss echt mal... Ah. Wir haben hier, genau, so war das. Ja. Wir haben hier den Fortschritt unserer... Unsere Squads. Und umso mehr wir es ausbauen, umso mehr haben wir. Also wir haben hier echt, wir können hier Senfgas. Ach du Heiliger, wir können Senfgas, können wir hier tatsächlich reinbringen. Also das gibt's, das kam mit dem neuen Update auch mit dabei. Also viel Bum Bum. Formiert euch, wir greifen an! Bajonett, Gewehr 98, das Seitengewehr. Inventar, was heißt denn Inventar? Seid mir nicht böse, ich muss aber selber mal. Ah, Maschinenpistolenschütze. Erst vorher diese Spezialisierung freischalten, na gut. Sind Sie sicher? Ja, will ich. Komm, schalt frei, mein Junge. Dann haben wir nämlich ein bisschen noch was. Ja, komm, hau rein. Holen Sie aus Ihrem Grab! Kann ich das denn sofort ändern? Karabiner 98, also den würde ich ja eher haben. Deckungsschütze, Spezialisierung Deckungsschütze. Ich glaube, die kommt erst noch. Naja, ich zeig euch mal noch ein bisschen was vom Spiel, wa? Oh, Was war das denn? Wie geil war das denn? Das Flugzeug ist in einer anderen Dimension. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob man die Uniform selber ändern kann. Also da bin ich noch nicht hintergestiegen. Hier haben wir übrigens einen französischen Panzer. Der FT, keine Ahnung, Light Tank. Das Gewehr mag ich hier überhaupt nicht. Also das K98 ist schon eher für mich. So, was ist mit meinem Kommandant? Der ist da hinten. Zu Lanzer. Ja, wir machen zu Lanzer. Lanzer sind immer gut. Wann wird denn das geändert? Sofort? Oder? Also ich muss mich da echt selber nochmal mit reinfinden. Das ist übrigens das Senfgas. Ja. Die widerliche Gestalt des Ersten Weltkrieges. Das Problem ist, dass dieses Spiel wirklich komplett, und da seht ihr ja auch schon, oh, der hatte seine Gasmaske aufgesetzt. Im Ersten Weltkrieg handelt. Und da das im Ersten Weltkrieg ist einfach, Gott mit uns steht da eigentlich drauf. Oh, oh, ich bin mitten in dieser... Okay, da hat jemand auf jeden Fall eine Gasmaske. Okay, das breitet sich ganz schön aus gerade. Müssen wir ein bisschen... zurück hier. Wobei die Front ist ja da vorne, ne? Ja. Wir gucken mal, ob wir nicht jemanden kriegen hier. Oh, da hier liegt einer verwundet. Ein Deutscher gefallen, ne? Naja, noch ist er nicht gefallen, aber auch die Artilleriestöße, ja, man kriegt ja richtig, der Charakter, der hat Angst, der ist, ja, ein armes Schwein. Wir gucken mal, ob wir nicht irgendwie...
Nein, das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Was habe ich da getan? Scheiße. Er hätte ja klappen können. Wir müssen mal ganz ehrlich sein. Springfield, also wirklich. Kriege ich jetzt meinen K98 eigentlich? Boah, ist das Wahnsinn. So, jetzt wäre es noch interessant, ob sich die Uniform auch geändert hat. So, ich werde jetzt einfach mal in den Stückchen gehen, wo ich schon war. Verdammte Artillerieeinschläge. Wow, wow. Oh, Granate. Oh, oh, oh. Also das ist ganz schön widerlich gerade. Ja, man muss wirklich gucken. Ja, wie sieht der Gegner aus? Weil es eben halt im Hardcore ist. Ja, hier wird nicht angezeigt. Ja, ist er Franzose oder so? Du läufst nicht mehr weiter. Du auch nicht. Ich glaube, da im Graben ist einer. Den ich jetzt natürlich nicht sehen kann. Ja, da genau der da. Verdammt, Artillerie. Scheiße. Der ist weggelaufen. Ja, das war ein bisschen blöd, da zu liegen und abzuwarten, was passiert. Gebe ich ja ganz ehrlich zu. Konfigurieren, ja, ich bin. Und das ist einfach so. Ah, Bewegungsgeschwindigkeit des Aussendens des Artenschutzes. Ah, okay, okay. Ja, das ist wirklich interessant, also besonders hier mit den ganzen Dingern hier, die man hier freischaltet dann nach und nach in diesem Grabenkrieg. Es ist wirklich so, es sind ja verschiedene Schauplätze, das sollte ja wohl jedem jetzt aufgefallen sein. Mittlerweile, oh Gott, weil das einfach halt, ja toll, Grabenkrieg pur ist, ja, wir haben ja jede... Gott. Die Front war ja groß, ja. Und wir machen tatsächlich so sozusagen einen virtuellen Krieg. Machen wir tatsächlich, ja. Also das heißt, diese, ich weiß nicht, ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob es sowas. Ja, sowas gibt es tatsächlich schon. Und zwar in Red Orchestra. In Red Orchestra 2, da gibt es das auch, dass man ja diesen Krieg da hat und dann kann man ja vorrücken oder was auch immer. Dann können die Leute sich auswählen, was wollen sie haben. Oder was wollen sie angreifen jetzt für eine Region? Ich nenne es jetzt einfach mal Region, damit jeder zufrieden ist. Und, jo, tatsächlich ist das auch hier der Fall. Leider nicht so ausgebaut, wie man es vielleicht gerne hätte. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich bin mitten bei den Franzosen. Da ist einer. Nein. Vor allen Dingen, ich habe doch eine Luger. Warum? Warum? Oh, da kam jetzt ein bisschen Artillerie rein. Ja, Stellungskrieg. Das war das Wort, was ich nicht gefunden hatte. Der Stellungskrieg. Und genau das ist hier auch der Fall. Wir haben hier einen kleinen Teil. Ich frage mich echt, ob man die ändern kann. Ja gut, der läuft jetzt rum wie so ein Affe, aber nehmen wir die Luger. What the fuck? Ich weiß nicht, wer die Blauen sind. Sind die Blauen meine? Oder sind die Blauen Gegner?
glaube, die Blauen, das sind Franzosen. Ja, also da kriegt er schon mit, es gibt diese Schreie. Die Schmerzen. Also hier haben wir echt alles. Die Facette des Krieges ist hier total ausgebaut. Das war übrigens ein Franzose, der hier ganz genüsslich einfach mal rumlag. Also schon teilweise stumpf, ja. Also die Blauen, das sind tatsächlich die Franzosen, obwohl ich auch von einem Franzosen gerade getötet. Bleib jetzt immer mal hier liegen. Oh, 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 oh. Ein Franzose weniger. Ich muss dazu sagen, die Community zu diesem ganzen Spiel ist sehr franzosenhaltig. Also da steckt eine ganz starke französische Community dahinter. Was aber nicht schlimm ist, was aber im Spiel selber zumindest anfangs den großen Nachteil gab. Und zwar gab es mehr Soldaten auf französischer Seite als auf deutscher Seite. Nur damals hat man sich gesagt, ach, warum sollen wir denn hier ein Balancing schaffen oder sowas? Jeder darf sich seine Seite aussuchen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Oh Gott. Denn das garantiert mir zum Beispiel, dass ich immer den Deutschen spiele. Ich kann natürlich wechseln die Seite. Das geht natürlich auch. Ja, ich bin ein bisschen außerhalb von meinem Kommandant. Einfach aus dem einfachen Grunde her. Ich vertraue ihm nicht. Aber läuft gut. Die Gegner sind zwar ganz weit weg, aber die Franzosen werden noch schon. Oh, mein Unteroffizier ist auch wieder tot. Oh Gott. Ich bin unter Beschuss. Nein! Ich habe ja die Granate sogar gesehen. Also Deserteure werden hier tatsächlich erschossen, ja. Also Flucht ist zwecklos. Boah, alter Schwede. Das MG, dann will ich auch mal haben. Ach ja. Es ist übrigens mal ein ganz anderes Setting, ne? Also als es rauskam, ich glaube es war 2013. War das ja gang und gäbe. Oh, guck mal, er fliegt. War das gang und gäbe, dass man den Zweiten Weltkrieg so hatte und dann war das voll toll. Obwohl der Zweite Weltkrieg in der heutigen Zeit ja auch wieder ein bisschen ausgelutscht ist. Weil es einfach zu viele davon gibt. Ja, wir haben Red Orchestra, was ja wirklich eine dicke Breite bietet einfach. Aber das gefällt mir gar nicht. Wir haben gewonnen. Nein, unentschieden. Ah, verdammt. Tatsächlich unentschieden, hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht. Wir werden uns rächen. Hm. Ja, von mir aus. Von mir aus soll das so sein. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Runde schaffen. Oder ob das zeitlich zu viel wird. Thema T-Doll. Noch. Thema, du, Dolgo. Ich versuche dieses Kyrillische zu lesen, was da steht da links. Thema, du, das letzte heißt noch, das habe ich schon. Aber ich weiß nicht, was er genau meinte. Der Sinn des Lebens, ja. So, dann machen wir jetzt einfach mal noch eine Folge. Also, eine Folge sage ich schon. Einfach noch ein Ründchen von unserem Stellungskrieg. Oh, ist das jetzt hier so ein Stellungskrieg? Weil wenn das jetzt dieser Stellungskrieg hier wird, dann Prost Mahlzeit. So, wir können den Trupp, können wir tatsächlich wieder ändern. Wir sehen zum Beispiel, dass wir keinen Unteroffizier haben.
Oder sag ich dir? Im Namen des Kaisers! Man kann tatsächlich irgendwie hier rumschreien. Aber frag mich nicht wie. Ich frag mich sowieso, wenn man eine Gasmaske, ne? Atemschutzmaske 4. Okay. Bum, bum. Oha. Wisst ihr, was ich bin? Ich bin Erwin Kommando. Okay, das reicht. Aber cool gemacht, muss ich sagen. Die gab's ja, die gab's zu meiner Zeit, wo ich das gespielt habe, noch nicht. Auch die Grafik, die war nicht so berauschend. Da sagte man tatsächlich, okay, das ist mehr so ein Indie-Studio-Game. Da braucht man keine dicke Grafik. Wobei ich ganz gerne wirklich eine andere Uniform hätte. Oh. Jetzt jemanden erwischt. Nein, was mache ich? Was mache ich? Ich bin aus dem. Toll. Ich war aus dem Spiel raus. Ich kriege ein Kind. Gerade da, wo der Gegner. Panikreaktion. Einfach alle Tasten drücken. Ne, das K98, das ist wirklich mein Liebling. Also damit komme ich besser klar als das, was wir davor hatten, den Mauser. Also nicht alles, was glänzt, ist Gold oder so ähnlich. Oh, hier haben wir übrigens unseren Offizier. Unteroffizier, glaube ich. Der hat sogar das Eiserne Kreuz. Wahnsinn! Ja, das Eiserne Kreuz, das gab es im Ersten Weltkrieg schon. Wahnsinn! Was ist mit ihm los? Hier, das ist mein Unteroffizier, der irgendwie, weiß ich auch nicht, gerade ein bisschen verpeilt ist, der Gute. Lanzer. Ja, ja, lass uns erinnern zum Lanzer. Bin nicht voll dabei. Lanzer hat ja dann unter anderem eine andere Uniform. Aber mittlerweile, ich denke mal, wir können den Franzosen identifizieren. Komme ich da hoch? Tatsächlich. Ein bisschen hoch. Ich weiß gar nicht, wo die Front ist. Ich muss aber aufpassen auf den Stacheldraht auf jeden Fall. Eieieiei. Okay. Okay. Ja, Deserteure werden erschossen. Ist hier gang und gäbe übrigens. Man wird hier wirklich erschossen. Also wenn man desertiert. Was ist los hier? Sie greifen an! Au, wir sind jetzt hier voll im Schützengraben. Oh oh. Es hagelt. Truppenbonus. Guck mal, er mit seiner Brille da. Ja, winsel dich, du Sack. Du hast meinen Unteroffizier getötet. Halten. Wir haben irgendwie gerade ein Problem, glaube ich, zu halten. Den Graben. Oh, ein Franzose! Was? Woher? Um die Ecke oder was? Was ist denn das für eine Verbindung hier? Ping. 28 habe ich. Aber manche sind bei. Oh, manche sind bei 300. Sind wir jetzt eigentlich Lanzer oder? Ich habe das jetzt nicht mehr so mitgekriegt. Also schon interessant, diese ganzen Schützengräben, die sind mittlerweile so detailliert aufgebaut. Nein, da war ein Franzose am Boden. Ich weiß nicht, ich gucke mir meine Umgebung an, ne? Aber da liegt ein Franzose mitten im Gang, ja, und ich sehe ihn nicht, ja, okay, da waren auch 1000 Leichen.
Aber wie gesagt, das ist ganz normal eigentlich in diesem Spiel hier, dass die Deutschen hier voll versagen. Ich guck gerade mal, wo ich mein Bajonett haben darf. Denn ehrlich gesagt suche ich das so ein bisschen. Primäre, sekundäre, nächste, vorige. Ich habe nämlich keine Ahnung. Es gibt ein Bajonett. Oh. Also schon cool gemacht, also ganz ehrlich. Die ganzen Details, also man kann sich das gar nicht angucken. Ich habe das mal mit einem guten Kollegen gespielt. Der allerdings leider nicht mehr so aktiv ist in diesem Spiel. Da hatten wir auch viel Spaß gehabt, waren allerdings nur zu zweit. Das lag daran, weil das Spiel noch nicht so beliebt war, wie es jetzt ist. Denn es ist ja wirklich eine neue Grafikaufwertung. Oh, wir sind... I don't know. Grafikaufwertung, neue Waffen und so fort und so weiter und so fort. Und das lockt natürlich noch mal ein paar Spielerchen an. Wobei ich auch sagen muss, mein Gott, was ist verkehrt bei dir? Oh oh. Senfgas. Da schreit jemand. Wo kommen die ganzen Unteroffiziere her? Haben die nichts Besseres zu tun? Oh, oh, hä? Nein! Ich hab doch geschossen! Naja, auf jeden Fall liege ich da jetzt rum. Fuck. Warte mal. Sturmmann. Oh, ich habe jetzt die Maschinenpistole. Da können wir ein paar Waffen testen. Wieso nicht? Ach, Bajonett hatte das K98 gar nicht gehabt. Das siehst du. Also, okay, okay. Die Franzosen sind natürlich immer leicht zu erkennen in diesem Grabenkrieg. Einfach an ihrem langen Gewehr mit ihrem langen Bajonett. Ja, ist tatsächlich so. Klingt zwar komisch, ist aber so. Hallo? Das Magazin ist auch lustig, ne? Ihr müsst euch nicht wundern, die Waffen damals waren eigentlich sehr ungenau, also was Maschinenpistolen oder allgemein MGs betreffend ist. Oha. Fuck, ich sehe das nicht. Was ist hier denn? Irgendwas merkwürdig Verbranntes. Fleischstück. Es ist schon interessant, weil das ist wirklich so. Wow, oh, das sind aber viele Tote hier. Scheiße. Wie viele auch. Auf französischer Seite. Greif ihre Position an! Ich leg mich mal hier auf Lauer. Ist natürlich so ein bisschen verwerflich, kann man sagen. Okay, da kommt jetzt gleich einer. Aber kann er, ja. Ich liege nämlich mitten in den Massen von Leichen. Nein, hinter mir waren Franzose die ganze Zeit. Oh, Heiliger. Boah, wie stumpf ist das denn?
Also, Erster Weltkrieg ist natürlich was komplett anderes, ja? Es gibt wirklich so Waffen, die kennt man gar nicht und hast du nicht gesehen. Das ist ganz normal. Wobei, das K98, das kennt ja eigentlich fast jeder, ja? Also, es ist ja nicht Unbekanntes. Hier müssen wir echt auf den Stacheldraht. Also, mal eben hier rüber hopfen. Hopsen. Ja, der eine, der hat sich da richtig festgehalten. Der Unteroffizier. Der macht auch, was er will. Darum, ich finde, es ist immer wirklich schwer. Der Unteroffizier hat natürlich, ja, wie bei, war das Battlefield 2? Der Commander? Wie bei Battlefield 2, der Commander, der kann ja auch verschiedene Dinge machen. Und so ist das hier auch in Verdun. Boah, Alter, erschreck mich nicht. Herr Unteroffizier, was machen Sie da? Lassen Sie mal einen richtigen Soldat. Oh Gott. Eine kleine Maschinenpistolska. Oh, irgendeiner ist hier am Sterben. Ah, da, er ist das. Da sprudelt so richtig Blut aus ihm raus. Was für ein Stollen? Irgendein Stollen ist hier. Auf jeden Fall ist das der deutsche Schützengraben. Der deutsche. Hello? Was? Los, Attacke! Diese Hacker. Oh, aber manche werden trotzdem erschossen irgendwie. Weil sie irgendwie aus der Karte rennen. Das Problem ist, auch wenn man den vordersten Teil der Front irgendwie verloren hat oder was. Ich glaube, ich nehme mal wieder hier. Oh. Deckungsschütze. Wenn man einen Teil der Front verloren hat und man muss sich zurückziehen, dann sollte man sich schnell zurückziehen. Ansonsten hat man ein Problem. Dann gibt man ganz schnell ins Deserteur hier. Nach Hause. Komm zurück, Viking! Oh. Da ist wieder ein. Oh, Alter. Hab dich. Ich höre was, aber. Doch, irgendwas ist hier. Ja, der lief wahrscheinlich die ganze Zeit hinter mir her, würde ich sagen. Ja, ist schon nicht schlecht, dieses Maschinenpistolchen da. Das ist etwas, was sollte man öfters nehmen. Also ganz schön auf der Karte zu sehen sind die Fronten, ja. Das Grüne sind wir, das Blaue sind die Franzosen. Links und rechts, ja, ist ein Gebiet, wo man nicht lang darf. Aber ich muss sagen, was hier alles so rumliegt, in den Schützengräben, in den Bunkern teilweise, und hast du nicht gesehen, das ist wirklich sehr gut gemacht. Und, also da gibt es gar nichts zu sagen, also... Ein sehr gut gemachtes Spiel, gut inszeniert. Komm zurück, Feige! Gut, ja, wir müssen erst das hier echt komplett halten. Aber ich weiß gar nicht, ob Teamkill an ist. Das wäre mal echt eine gute Frage, ob Teamkill an ist. Weil das war nämlich meistens so. Und da hat man sich natürlich erstmal gegenseitig erstmal erschossen, wenn man nicht wusste, wer bist du eigentlich. Ah, der hat auch eine Maschinenpistole. Habe ich eigentlich keine Granaten? Nee, ich habe keine Granaten. Wo kommt das jetzt her? Na, ja, zumindest kommt kein Senfgas mehr.
Also da sieht man auch dieser ganze Beschuss, die ganze Aufklärung. Das ist alles aus französischer Seite, die sich wirklich mit dem Thema besser auskennen als wir Deutschen. Weil die tatsächlich das... Wo kommt der denn her? Viel intensiver... Weil die Franzosen das halt viel intensiver zocken als wir. Feindliche Truppen! Das ist wirklich so. Oh oh. Ist er behindert? Was ist denn mit dem verkehrt? Gehen Sie zur Ente-Fraktion für ein faires Gefecht. Ach, haben die Franzosen jetzt mal weniger Leute? Wie kommt denn das? Das war echt widerlich. Jedes Mal, also das war wirklich, was man bemängeln kann. Und darum hat das, glaube ich, keinen Spaß gemacht. Da die Franzosen... Was ist verkehrt bei denen? Weil die Franzosen immer in der Überzahl waren. Und haben natürlich die Deutschen immer überrannt, in jedem Fall. Ich muss mal gucken, ob ich hier nicht irgendwie noch eine andere Position finde. Bin noch ein bisschen unzufrieden mit dem, was ich hier habe. Deserteure werden erschossen. Das ist ein Wunder. Also man darf hier echt nicht weitergehen. Man muss so lange warten, bis man es wirklich gehalten hat, richtig, und dann. Sie greifen an! Dann darfst du ein Stück weiter vorrennen. Und das war's. Dann wirklich die Animation, alles andere, das sieht so gut aus. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Das ist. Das Geld wirklich wert. Also wer das unbedingt mal gerne kaufen möchte, sollte zuschlagen hier tatsächlich. Wow. Da war ja einer. Ich hab den erst gar nicht gesehen. So, jetzt dürfen wir weiter. Die Front hat sich erweitert. Für den Franzosen ist es jetzt immer mehr eingeengt. So sieht übrigens ein Franzose aus. Ah, da kann man auch sehen, wurde verwundet durch das Stacheldraht. Also viele erleiden eher an den Stacheldraht, glaube ich. Ja, die denken, oh, wir können jetzt mal so lang laufen. Nein, nein. Ich laufe ungern meinen Unteroffizier hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Da der eine Lebensqualität hat von 0. Boah. Also es ist echt dunkel und ja, sehr schattig. Hallo? Wohin geht's denn, Herr Unteroffizier? Ich glaube, man kann sogar noch richtig gut... ich weiß nicht. Man kann hier irgendwie auch Befehle erteilen, geben. Hast du nicht gesehen. Ach, wir sind schon in diesem... In diesem Fleckchen. Nein! Er hat mich. Ach, verdammt. Aber wieso denn? Also man kann wirklich hier noch vieles leveln. Man kann aufwerten die Waffen und so weiter und so fort. Aber dazu, da kümmern wir uns dann noch wirklich nochmal ganz spezifisch denn noch, wenn es soweit ist. Wir haben ja eine Menge haben wir ja hier.
verfügbare Karrierepunkte 20, also ich kann ja einiges machen. Ich glaube, mein Unteroffizier hat eine ganz komische Verbindung. So, dann gibt es jetzt einen kleinen... Oh, hier ist wieder ein französischer Panzer. Ja, Fahrzeuge, Flugzeuge oder sonstiges kann man nicht bedienen, also nicht wundern. Boah, den habe ich aber nicht getötet. Oh, hinter mir war ein Franzose. Hä, waren das nicht unsere Verbündeten? Ja. Ist tatsächlich so. Oha. Was zieht der in seine Gasmaske auf? Ist er fertig? Ob du fertig bist, habe ich gefragt. Oh, Senfgas. Oh, überall Senfgas. Als hätten sie es geahnt. Na toll. Gram kriegt gut. Scheiße. Artillerie auch noch mit dabei. Da kam tatsächlich einer um die Ecke. Was ist mit ihm? Ist er fertig? Oh, den hat's erwischt. Das war die Strafe dafür. Oh, verdammt. Ja, so kann das kommen. Also das ist schon wirklich interessant. Das Lustige ist, ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal eine Gasmaske hatte. oder aufgesetzt hat. Okay, viele sind ja jetzt nicht zur Bundeswehr oder sonst irgendwo gegangen. Es ist wirklich ein Akt, dieses Ding richtig aufzusetzen. Weil wenn das Ding einfach nicht richtig aufgesetzt ist, dann kannst du es auch gleich sein lassen. Und das war damals auch der Fall. Du hast schon zu langsam, bist du drauf gegangen. Hast es nicht ordnungs- und fachgerecht gemacht, bist du auch drauf gegangen. Sozusagen war das damals im Ersten Weltkrieg. Jetzt zu Bundeswehrzeiten ist das natürlich nicht mehr so der Fall. Aber, obwohl, ich glaube auch noch. Teilweise. Ich höre mir so klickern und klampern, da denke ich manchmal... Da passiert jetzt was Schlimmes. Also es wird übrigens eine lange Folge wieder. Da muss ich mich mal getrost. Ja, Gasalarm, du sonst auch mal rein, du Pfeife. Feindliche Truppen! Du Pfeifenheini. Wo ist der? Da oben? Ja gut. Problem gelöst. Vor allen Dingen da ist Beschuss durch Artillerie. Die Runde endet langsam wieder. Geht immer so eine halbe Stunde. In etwa. So ein Krieg. Sekunden noch und dann machen wir auch Schluss mit dieser Folge, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir mal so ein bisschen quatschen in der nächsten Folge über das Battlefield, was ansteht tatsächlich. Da möchte ich gerne mal ein bisschen näher drauf eingehen, inwieweit und inwiefern das alles umgesetzt wird, so wie das präsentiert wird. Und dann schauen wir mal. Ja? Bis dahin? Oder haben wir hier ihr beiden verloren? Bis dahin. Ciao, ciao.
Was?